Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute mal vom Ufer des Rheins aus der schönen Stadt Köln. Ihr Lieben, ich bin heute in Köln, leider nur für ein paar Stunden. Das heißt, ich habe gar nicht so viel Zeit, um Fotospots hier mitzunehmen. Aber den einen oder anderen Spot wollte ich natürlich auch fotografieren. Ich hatte bei Instagram ja kurz angekündigt, dass ich kurzfristig einen Termin in Köln hier wahrnehmen muss, kann, soll, darf. Und vorher quasi auf dem Vormittag noch ein paar Minütchen, ein paar Stündchen Zeit habe. Also 2 Stunden habe ich jetzt ungefähr, um hier noch den einen oder anderen Spot mitzunehmen. Ich bin gestern Abend auf dem Sonntag hier schon angereist und da haben natürlich viele von euch geschrieben, hier auf jeden Fall nimm den Dom mit. Ne? Kölner Dom, Blick rechte Hand Hohenzollernbrücke, geh ans Ufer unten und dann machst du ein paar schöne Fotos gerade abends. Das habe ich gestern Abend auch schon gemacht. Mein Plan war eigentlich ein bisschen ein anderer. Ich wollte zur blauen Stunde schon hier sein und wollte dann Fotos machen vom Kölner Dom mit der Hohenzollernbrücke drauf. Aber das ist nicht so richtig was geworden. Meine Planung sah vor ungefähr 6,5 Stunden Fahrt, aber da habe ich natürlich die Baustellensituation hier auf unseren schönen deutschen Autobahnen nicht mit eingerechnet, sodass es letztendlich dann 9,5 Stunden geworden sind. So, 9,5 Stunden bin ich dann durchgefahren, habe gedacht, tja, eigentlich wollte ich nur noch ins Hotel. Blaue Stunde war ja auch vorbei, habe ich gedacht, ach komm, ist egal. Fährst du nochmal runter zum Ufer des Rhein und bin dann auch an den Spot gefahren, an den Standort, wo ich hin wollte, also quasi an die eine Seite der Hohenzollernbrücke mit Blick quasi rechter Hand Hohenzollernbrücke auf den Kölner Dom. Und da konnte ich trotzdem ein paar coole Fotos machen, habe dann eine Langzeitbelichtung gemacht. 30 Sekunden habe ich hier belichtet, brauchte auch gar keinen Filter drauf machen, weil es war dunkel genug. 30 Sekunden Belichtung habe ich gemacht. Auf dem Stativ natürlich, habe dann eine Blende 16 genommen, um gerade auf der Brücke schöne Blendensterne hinzubekommen und habe dadurch, dass ich natürlich auf dem Stativ fotografiert habe, auch hier ein ISO 100 nehmen können. Das heißt, ist eine schöne Bildstimmung geworden, auch so von den Farben, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. So, dann war für mich aber auch, dann hatte ich auch genug. Ich habe dann auch wieder, wie das so ist, ne, fast eine Stunde unten verbracht und habe ein bisschen die Position auch nochmal gewechselt und das eine oder andere Foto halt ausprobiert. So, Stunde war um, dann war es auch so, dass ich gesagt habe, okay, nach 9,5 Stunden Fahrt gehst du jetzt ins Hotel. Ich habe ja quasi jetzt heute Vormittag noch ungefähr 3 Stunden Zeit, in denen ich noch den einen oder anderen Spot mitnehmen kann. So, jetzt hatten einige von euch geschrieben, Rico, wenn du da bist in Köln, dann musst du auf jeden Fall die Krankenhäuser mitnehmen. Haben ganz viele von euch geschrieben, habe ich gedacht, was soll ich denn im Krankenhaus? Ne? Also mir geht's gut, alles super, ich brauche nicht ins Krankenhaus. Und dann habe ich nochmal drüber gelesen, habe gedacht, was soll ich im Krankenhaus? Und dann ist mir aufgefallen, ich habe einfach schnell drüber gelesen und ihr wolltet mir gar nicht sagen, dass ich zum Krankenhaus muss, sondern ihr seht es hier hinter mir, ich soll zu den Kranhäusern. Und natürlich, Kranhäuser, das ist ein Spot, den müsst ihr mitnehmen, wenn ihr hier seid, das ist ganz klar. Habe ich auch schon fotografiert vor der Brücke, die ihr hinter mir seht. Da kriegt man eine schöne Perspektive rauf, sah ziemlich cool aus. Ich war auch schon drüben auf der anderen Seite, finde ich schon eine coole Konstruktion, das Ganze. Also sieht schon cool aus. Vor allem, da sind noch die alten Gebäude unten, die alten Speicher und diese quasi neue Architektur und alte Architektur zusammen. Das sieht schon ziemlich cool aus. Hat mir gut gefallen. Kann man schöne Fotos machen. Ich habe jetzt mit dem Wetter natürlich nicht so viel Glück. Ihr seht, es ist alles so ein bisschen grau in grau. Aber es ist egal, ich bin jetzt hier. Ich nehme die Spots so mit, wie sie kommen. Und möchte natürlich auch noch zum Kölner Dom. Hier die Kranhäuser. Wie gesagt, ich war auf der Brücke und bin jetzt ja auch hier nochmal hier auf dem, am Rheinufer. Und habe gerade auch nochmal mit dem Stativ fotografiert. Schön flach hier am Ufer. Das ist ja ein schönes steiniges Ufer übers Wasser. Und habe da auch noch mal einen Polfilter genommen. Sieht ziemlich cool aus, denn der Rhein, ich war jetzt echt überrascht, ist doch echt klar. Ne? Bei dem Schiffsverkehr, der hier ist, hätte ich jetzt gedacht, dass der vielleicht nicht ganz so sauber wäre. Aber muss ich schon sagen, gerade hier am Ufer sieht man, kannst du ganz klar reingucken ins Wasser, die Steine, sieht man super. Siehst du natürlich nicht, wenn du keinen Polfilter drauf hast. Polfilter, also raufgeschraubt, ich zeige es euch hier nochmal. Dann sieht man hier mal, habe ich ohne Polfilter fotografiert. Und hier habe ich ihn mal reingedreht. Sieht cooler aus. Vor allem kannst du schön reingucken ins Wasser hier vorne, gerade am Uferbereich. Solltet ihr also mitnehmen. Polfilter habe ich eh in meiner Tasche hier von Case, magnetisches System. Und dann
Tja, wirkt das Wasser klarer, deutlicher, sauberer. Es wirkt vor allem sauberer und man kann schön reingucken. Ja, habe ich schon ein paar coole Fotos gemacht. So, ich muss mich jetzt auch ein bisschen beeilen. Ich will auf jeden Fall noch das eine oder andere Foto natürlich vom Kölner Dom machen. Ob ich das schaffe reinzugehen, denke ich eher nicht. Es wird zeitlich nicht hinhauen. Aber ich möchte auf jeden Fall noch davor das eine oder andere Foto machen. Und dann leider, liebe Leute, muss ich auch wieder zurückfahren. Zeitlich schaffe ich es leider nicht anders. Ich habe morgen schon wieder eine Hochzeit. Sodass ich mich heute definitiv wieder auf den Weg machen muss. Aber mein Kurztrip hier in Köln war auf jeden Fall cool, das, was ich jetzt von der Stadt gesehen habe. Ich hatte ein schönes, nettes Hotel, tolles Frühstück. Frühstück übrigens auch sehr lustig. Frühstück wurde ich eingewiesen, bitte Kabine 1. Ich habe euch hier mal ein Foto gemacht, sah lustig aus, so habe ich auch noch nicht gefrühstückt. Aber jeder Tisch war so in Kabinen unterteilt. Corona sei Dank dürfen wir jetzt in Kabinen frühstücken. Aber egal, Frühstück war toll. Kaffee ist ja wichtig, Kaffee am Morgen. Kaffee hat gut geschmeckt, super. Also schönes Hotel, war nett. Köln, ich werde auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Ich werde es rechtzeitig ankündigen und dann, sagt mir mal, wer Lust hat, mit mir eine Runde in Köln zu drehen, zu fotografieren. Also ich denke, hier gibt es so viele Sachen zu sehen, die ich jetzt natürlich leider zeitlich nicht schaffe. Aber das, was ich bis jetzt fotografiert habe, hat mir gut gefallen und ich werde definitiv wiederkommen. Also ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal versuchen, schnell rüberzufahren zum Kölner Dom, um da noch ein paar Fotos zu machen. So, und jetzt zum Schluss doch noch kurz ein kleiner Abstecher zum Kölner Dom. Leider hat es zwischendurch geregnet. Das heißt, meine Zeit wurde jetzt hier auch ein bisschen knapp, aber ich konnte trotzdem noch ein paar coole Fotos hier vom Kölner Dom machen. Kölner Dom ist natürlich ein ziemlich hohes Bauwerk und ringsherum habt ihr nicht so viel Platz zum Fotografieren. Das heißt, wenn ihr herkommen wollt, dann braucht ihr was richtig schön Weitwinkliges zum Fotografieren, um den Dom natürlich auch in ganzer Größe, in ganzer Höhe auf euer Foto zu bekommen. Ich habe jetzt hier nur in Anführungsstrichen 17 mm dabei. Das Problem ist natürlich die Leute, die hier sind. Ihr seht es hinter mir auf dem Platz. Es laufen natürlich ein Haufen Leute. Wenn ihr die nicht auf dem Bild drauf haben möchtet, dann könnt ihr natürlich verschiedene Techniken anwenden. Ihr könnt natürlich ganz viele Fotos machen, könnt dann hoffen, dass ihr Stellen habt, die frei bleiben, das Ganze übereinander packen und dann rausradieren. Oder, wie ich es jetzt gemacht habe, ihr macht eine Langzeitbelichtung. Ich habe zum Beispiel mal 30 Sekunden belichtet. Da kriegt ihr zwar noch nicht alle Leute raus, aber ein Großteil ist dann verschwunden. Natürlich nur die Leute, die sich durchs Bild bewegen. Denn durch die lange Belichtung habt ihr den Dom im Hintergrund und die Leute verschwinden dann auf eurem Foto. Geht bei 30 Sekunden, kriegt ihr schon ein ganz gutes Ergebnis hin. Ihr könnt natürlich auch hier ND-Filter, ich habe jetzt einen ND-1000 benutzt, auch kombinieren, um eine längere Belichtungszeit zu nehmen. Vielleicht 2 Minuten, 3 Minuten, 5 Minuten, je nachdem, wie viel Filter ihr da übereinander packt. Und dann sind die Leute im Endeffekt vorm Dom auch komplett verschwunden. Ist natürlich Geschmackssache. Ihr könnt das Ganze auch so lassen, also auch die Leute im Foto lassen, überhaupt gar kein Problem. Da seid ihr auch DSGVO-konform, denn wenn ihr quasi das Gebäude als Hauptteil drauf habt, dann kann auch der eine oder andere Fußgänger hier mal durchs Bild spazieren. Wenn der nachher bei euch drauf ist, stellt das kein Problem dar. So, ihr Lieben, ich habe jetzt leider keine Zeit, mal ein Foto zu machen. Ich wäre gerne noch reingegangen, aber das schaffe ich leider nicht. Aber ich habe mich entschlossen, ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Das heißt, ich werde das Ganze dann wieder bei Instagram ankündigen, so wie ich es jetzt auch schon gemacht habe. Und wenn ihr mich vielleicht noch nicht auf Instagram abonniert habt, dann geht mal hin, abonniert meinen Kanal bei Instagram und dann seht ihr, wenn ich wieder in Köln bin. Und dann könnt ihr euch gerne vorab bei mir melden und dann machen wir mal zusammen einen tollen Fotowalk hier durch Köln. Ihr kennt mit Sicherheit die eine oder andere Stelle, die perfekt zum Fotografieren ist. Wie gesagt, ich werde mir das nächste Mal ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ich denke mal, langes Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag und dann ist auch hier genug Zeit zum Fotografieren und auch noch um andere Spots mitzunehmen. Wenn euch trotzdem mein ganz kurzer Besuch hier in Köln gefallen hat, dann lasst mir fürs Video gerne einen Daumen hoch da und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin,